Hey Leute, hier ist Sebastian und wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute um ein kleines einfaches Experiment, mit dem ihr die Höhe bestimmen könnt, aus der ihr einen Ball fallen lasst. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der akustischen Stoppuhr, die wir schon verwendet haben, um die Schallgeschwindigkeit zu messen oder um die Zeit zu messen für einen freien Fall. Falls ihr das verpasst habt, schaut euch die Videobeschreibung an, dort gibt es Links dazu. Das Prinzip ist also, dass das Smartphone einfach nur herhört und die Geräusche vom Aufprall misst, vom zeitlichen Ablauf her, und daraus berechnet, aus welcher Höhe der Ball fallen gelassen wurde. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ihr braucht ein Smartphone mit VFox, welches ihr kostenlos für Android und iOS unter vfox.org bekommt. In VFox wählen wir das Experiment inelastischer Stoß. Dieses Experiment hat die gleichen Einstellungen wie die akustische Stoppuhr. Wähle eine Schwelle, die hoch genug ist, sodass Umgebungsgeräusche die Messung nicht auslösen, aber niedrig genug, sodass jeder Aufprall des Balls gehört wird. Die Mindestverzögerung kannst du meistens auf dem Standardwert lassen. Du kannst sie aber auch erhöhen, falls ein Aufprall doppelt gezählt wird. Stelle nur sicher, dass die Mindestverzögerung immer kleiner ist als das kleinste Intervall, was du beim Aufprall messen möchtest. Alles, was du nun brauchst, außer deinem Handy und VFox, ist ein Ball, der gut springt und beim Aufprall ein deutlich hörbares Geräusch erzeugt, wie ein Basketball. Wenn wir diesen aus einer Höhe von 2 Metern fallen lassen, nimmt die App die Aufprallgeräusche auf und errechnet daraus eine Abschätzung für die Starthöhe. Also, wie funktioniert das? Wir benötigen die Zeiten von 3 Stößen. Wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen, können wir zwischen den Stößen einen freien Fall annehmen. Daraus können wir die maximale Höhe zwischen den Stößen berechnen. Da wir nun 2 Höhen haben, können wir deren Verhältnis berechnen und so herausfinden, welcher Anteil der Energie beim Aufprall erhalten geblieben ist. Denn die potenzielle Energie vor und nach dem Stoß unterscheidet sich nur dadurch, dass der Ball eine andere Höhe hatte. Wenn wir nun annehmen, dass dasselbe Energieverhältnis beim ersten Stoß galt, können wir daraus eine Abschätzung für die Anfangshöhe bekommen. Eventuell wirst du feststellen, dass man etwas mehr Energie verliert, wenn der Ball hart aufprallt und etwas mehr Energie erhalten bleibt, wenn er aus kleineren Höhen auftrifft. Dadurch unterschätzen wir in der Regel die Anfangshöhe, denn in Wirklichkeit war etwas mehr Energie vorhanden, die dann beim ersten Aufprall verloren gegangen ist. Ich mag dieses Experiment sehr, weil es so einfach vorzuführen ist. Ich habe oft eine Metallkugel bei mir, um einfach nur den Leuten, die mich fragen, was ich mache und was VFox so ist, das Experiment vom Anfang zeigen zu können. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ihr weitere Smartphone-Experimente kennenlernen wollt, schaut euch VFox.org an und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.